Jetzt wären endlich mal die Charaktere auch mal wichtig. Na, endlich, Alter. Man schon gedacht gehabt, die haben dich schon wieder vergessen, schon längst. Aber jetzt haben die so einiges zum Erklären. Oh ja. Wie wäre er schon eingewiesen in der Psychiatrie? Er sitzt da schon auf gemütlich. Sind Sie wach? Sie sind wach. Mr. Canby ist wach. Hey, mein Freund. Ich dachte, Sie würden den Rest der Nacht schlafen. Gesellen Sie sich dazu. Voll fest. Es gibt auch noch Gumbo. Schön, dass Sie zurück sind. Sie haben uns ziemlich erschreckt. Was ist passiert? Sie hatten einen Nervenzusammenbruch. Die raue Behandlung tut mir leid, aber Sie waren gewalttätig. Sie sind auf Jeremy los und haben Dr. Gray geschlagen. Sind Sie okay? Jeremy ist etwas seltsam, aber alles ist wieder normal. Wirklich? Nur dank Ihnen, Compère. Wollen Sie versuchen aufzustehen? Ich bleib lieber, glaube ich, im Rollstuhl. Na, wenn das nicht der Held des Tages ist. Na, von wem haben wir denn das Feilchen? Von Ihnen beiden? Hey, Jeremy, ich habe Ihnen nicht zu arg wehgetan, oder? Alles ist gut. Alles ruhig. Was ist mit ihm? Schmerzmittel? Nein. Wissen Sie, obwohl Sie die Finesse eines halbblinden Schlachters haben, war der Stich eine Lobotomie für Jeremy. Bitte was? Ah. Es ist sogar beeindruckend. Ich hatte es schon selbst erwogen. Ich wünschte nur, wir hätten Jeremy helfen können, ohne seinen Verstand in den einer Auster zu verwandeln. Aber er wird leben. Natürlich. Solange ihm jemand zu essen gibt, wird er uns noch alle überleben. Weiß Emily über Jeremys Zustand Bescheid? Ja, sie scheint recht gut damit umzugehen, den Umständen entsprechend. Okay. Hey, Ruth. Hey, wieso ist die Maske auf? Wieso liegt die Stroh? Ebenso, Detective. Aber bleiben Sie doch für die Feierlichkeiten. Das ist nicht der Mardi Gras, aber schon ganz ordentlich. Also nicht, ob es da noch was zum Feiern gibt, bist du deppert. Irgendwie durch die Handlung werde ich nur noch verwirrter. Ja, ja, passt. Da, boah, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Alter, bin ich nicht der Einzige. Alter, selbst die Verwirrtheit ist jetzt verwirrt. Also ich rechne mal damit, dass wir wieder in der realen Welt sind. Eher haben wir schön, Sie wieder auf den Beinen zu irgendwie sehen, aus der anderen Sie Welt etwas Gumbo rausziehen können in die reale Welt. Haben ihn dabei das Auge abgestochen, gefühlt. Er ist zwar trotzdem, würde ich jetzt mal noch sagen, der Boogeyman bzw. der Bösewicht der Rechte, würde ich jetzt mal kurz behaupten, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der ein Guter ist. Aber Ich bin einfach nur verwirrt. Wonach suchen Sie? Ich halte nur Ausschau nach dem Sturm. Im Radio hieß es, er könnte heftig werden. Okay. Okay. Ah, ich glaube, jetzt kommt der finale Akt. Wenn es heißt, wir müssen auf sie warten, irgendwas gefällt mir da gerade nicht. Traum. Beeindruckender, als sie sich ausmalen können. Okay. Er ist schon wieder mit der Floschen. Was zur Hölle wird hier der gefällt mir am meisten, Alter. Der ist voll fett immer. Um ein neues Kapitel aufzuschlagen. Es ist symbolisch. Symbol. Also im Leben gibt es einen Kreislauf von Trauer und Glück. Wissen Sie,
Genau wie ein Baum die Jahreszeiten durchlebt. Dinge ändern sich, aber bleiben auch gleich. Mehr nicht? Oh, okay. mit der Clan können wir ja noch interagieren. Hey, Kleine, was machst du da? Die Feier vorbereiten. Ich will Mutter nicht enttäuschen. Weißt du, was ich halt einfach überhaupt nicht verstehe? Manchmal ist der Sound der Gespräche oder was auch immer so dermaßen laut. Oder die Hintergrundgeräusche der Musik etc. Und dann manchmal hörst du nichts. Hörst du wirklich gar nichts. Und was du denkst, Alter, wer hat sich das dabei ausgedacht? Wer? Erklär mir mal wer. Wissen alle, was zu tun ist? Ihr kennt den neuen Text. Mrs. Thompson, der neue wir haben Text. Darüber geredet. Ich weiß nicht, ob alle einverstanden sind. Doc, ich bestehe drauf. Es ist wichtig. Wir warten schon so lange, Doktor. Nehmen wir einfach das alte Lied. Nicht jede Veränderung ist zum Guten. Was? Gut oder nicht? Wir müssen weitermachen. Wieso habe ich das Gefühl, dass die irgendwie jetzt am Tanz vorbereitet haben, dass sie aufgefressen wird? Es wird schon gut, Doktor. Nein, besser. Ewig sei Lob und reiche Fülle der schwarzen Ziege der Wälder. Höre uns, Mutter, und erweise uns Gnade. Erweise uns die Gnade. Die schwarze Ziege! Die schwarze Ziege! Oh! Oh! Das haben wir mit zum Ort gerade gedacht gehabt. Seid ihr verrückt? Was geschehen ist, kommt her. Ich hätte mir sogar fast gedacht gehabt, dass er vielleicht irgendwie da hängt wird. Die Kleine auf die Kleine wird schießen. Achso, okay, schade, irgendwie. Nee, okay. Hab ich mir jetzt gerade mehr erwartet. Der einzige Normale ist der Jeremy. Oh. Aber das gefällt mir so gar nicht. Ich hab fast keine Munition, Lustiger. Ich darf dieses Monster nicht aus der Shadow entkommen lassen. Ich muss es aufhalten. Okay, egal was war, wie bescheuert oder wie geil oder sonst was. Ja, okay, geil war es jetzt eher weniger, aber das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Das ist richtig geil. Alter. Das fand ich jetzt richtig gut. Wieso kann nicht das Spiel die ganze Zeit so sein? Das finde ich gerade richtig stark. Ja. Ich versteh schon, was du hinaus wolltest. So. Ich glaube, ich muss. Kann ich rausgehen oder? Okay, das ist wieder scheiße. Das ist wieder scheiße gemacht. Wo kann ich denn wieder rausgehen? Oder soll ich da jetzt entlang gehen? Oder was soll ich machen? Soll ich die Frau da noch retten? Ich glaube, der ist immer zum Retten. Kann da helfen, wenn du müsst.
Also die Hintergrundgeräusche gehen wir mal wieder dezent am Senken, aber sonst. Okay, da kann ich mal nicht durch. Kann ich da irgendwie durch? Da kann ich auch nicht durch. Ja, theoretisch gesehen rauf und dann links. Kann ich auch nix. Ah, da. Die werden wahrscheinlich wollen, dass ich da rauf gehe. Ja, ja, ja. Passt. Hau dir auf da, mein Freund. Hau dir auf da. Warte, die Musik gerade im Hintergrund. Wie bei einer Sekte, Digga. Wie bei einer Sekte. Jetzt ist wieder alles viel zu laut. Also diese Soundkulisse da, das ist ein Krampf, Alter. Das ist wirklich ein Krampf. Ja, Kult ist immer geil, aber nicht immer, weißt du, was ich meine? Aber ich werde dann definitiv mal meinen Senf abgeben. Wenn wir das Spiel dann durchgespielt haben. Halt einmal still, weil ich glaube, ich habe da so die ein oder andere Schwachstelle. Ja. Es ist einfach nur alles viel zu laut. Sorry, wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen weniger rede. So, ich würde mal sagen, nur die Blase muss platzen. Die Blase muss platzen. Die Blase muss platzen, Digga. Jo, genau, Alter. Was war das für eine geile Animation, Digga? Das war gerade eine 10 von 10 Animation. Ja, moin! Oh! Oh! Das ist scheiße! Aber ich hoffe, da kommt jetzt nicht noch mehr! Oder kommt da noch was? Oh! Wie cool! Der tut da einfach mal die scheiß Viecher produzieren! Der echt leibend! Die ist doch deppert! Warte mal, ja, super, Leimann. Oh, Giberna. Bist du der? Ich kann mich ja nicht einmal gescheit bewegen, das ist ja das nächste Geschissene. Ja, lad einmal nach, ja. Ja, weiter geht's. Hilfe. Passt so, und jetzt die Blase muss platzen, Digga, die Blase muss platzen. So, laden wir ein bisschen noch nach. Auf wichtig und richtig. Die Haxen müssen abgeschossen werden. Ich weiß nicht, ob der währenddessen jetzt produziert. Ich hoffe nicht. Weil wenn der produziert, ist es ein bisschen scheiße. So viel, Alter, bist du eppert. Ah, ist doch nicht in Arsch. Es gibt noch ein bisschen was. Es gibt noch ein bisschen was zum Tun. Es gibt noch ein bisschen was zum Abschießen. Vielleicht von hinten. Oh, es kommen immer dann wieder welche neuen daher. Das ist da. Nimm die Waffe. Das ist wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ich weiß nicht, wieso die Musik so laut ist. Ich kann es euch echt nicht sagen. Es ist ein bisschen Krampf, wenn die Musik so laut ist. Das stört mich ein bisschen. Lauf! Warte. Jetzt kommen Metroiden auch noch raus, oder was? Das ist deppert. Was kann der aber nicht Neues? Mit Druiden, das. Ein Wahnsinn, Alter. Ja.
ganz, ganz wichtig. Was denn du noch so über was da so viel was? Es ist einfach alles viel zu laut. Jetzt habe ich endlich wieder was fürs Maschinengewehr. Ah, jetzt wo es eh wieder vorbei ist. Oder da muss ich so richtig ins Mikrofon reinschreien. Digga, was ist da los? Und jetzt müssen wir sagen, das ist das Ende. Was zur? Ich wollte es Ihnen sagen. Es gab so viele Beweise. Ihre Hingabe zur schwarzen Ziege war größer als alles, was ich je erlebt habe. Ich kam mir so dumm vor, dran zu glauben. Aber gut, dass ich es tat. Geht es Ihnen gut? Das alles ist das Wichtigste. Gelaufen. So geht die Geschichte doch nicht. Ich sollte nicht leben. Tja, gern geschehen, Kumpel. Hauptsache das kleine Mädchen. Wie geht's dir, Liebes? Mir gefällt es. Sie haben's kaputt gemacht, aber ist schon gut. Wetten, sie ist die Anführerin von Anfang an vom Kult. 100%, 100%. Sie ist fix die Anführerin. 100%. Wer was anderes sagt, der lügt. Bereit, nach New Orleans zu fahren? Komm schon, Jeremy. Wir gehen. Darf ich mit? Ich dachte, du müsstest nicht gerettet werden. Sie kommt mit. Sie ist wichtig. Na, sag ja, Anführerin. Wir sie mit uns. Wenigstens, nee, ich weiß alles in dem Spiel, bis deppert. Ich blick komplett durch von Anfang bis Ende, oder? Der Wahnsinn. Wahrscheinlich war ich der Anführer. Ja, es kann auch möglich sein. Ja, wir haben es die ganze Zeit nicht gewusst gehabt, aber alle waren meine Handlanger und alles drum und dran, nur haben sie sich gegen mich verschworen, wahrscheinlich. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr zwiegespalten. Sehr stark. Ich kann jetzt eigentlich auch noch die Handlung mit der Frau auch noch durchspielen, wenn ich möchte. Trophäentechnisch müsste ich halt eigentlich quasi das Spiel nochmal spielen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob ich es nochmal spielen wollen würde. Spiele das Spiel in 3 Stunden oder weniger ab. Aha, weil ich auf sowas Bock habe. Hat sich schon für mich erledigt. Passt, danke. Hat sich schon für mich beinahe erledigt. Leute! Ich fand's einmal cool, dass man sagt, okay, passt. Einmal wieder, dass man mehr in ein Spiel Richtung mehr Fokus von Rätseln geht. Finde ich cool, mag ich. Ab und zu gab's halt wirklich so ein paar Rätsel, wo ich mir gedacht habe, so, ist das so ein scheiß Ernst? Sagen wir nicht hab, aber Alter, ihr wollt uns einfach nur ficken oder irgendwas, oder ihr wollt es quasi gefühlt, dass man im Internet nachschauen oder jeden einzelnen Futsal, jedes einzelne Detail nachgeht. Aber ich fand trotzdem die Rätsel nicht schlecht. Im Nachhinein, ah ja, das war ja so und so. Fand ich jetzt trotzdem halt relativ cool, dass einmal auch wenigstens mal wieder so ein Spielfokus passiert auf dieses Rätsel ist. Aber mir kommt es eher so mehr vor, wie wollten sie quasi. Ich tue jetzt einfach nur. Ja, damit der Sound ein bisschen leiser ist. Ich weiß jetzt nicht, wie der Sound jetzt im Spiel war oder nicht. Mir kommt es irgendwie so vor, wie wollten sie quasi Resident Evil 7 nachmachen.
aber hatten das Budget nicht, wollten aber trotzdem was Eigenes machen, hatten aber wieder das Budget nicht, hatten etwas geplant, aber die hatten so dermaßen Zeitdruck oder irgendwas, dass es halt sich irgendwie nicht ausging oder sonst was. Finde ich cool, dass sie das Spiel auf Deutsch gemacht haben. Finde ich definitiv nicht schlecht. Ich glaube, sonst wäre es noch verwirrender, als was es eigentlich eh auch schon ist. Wenn es jetzt vielleicht wäre es auch auf Englisch vielleicht irgendwie leichter zum Verstehen. Kann vielleicht auch möglich sein, dass man sagt so, aha, wenn man es vielleicht in Englisch spielen würde mit deutschen Untertiteln. Ich muss sagen, Gameplay war einmal wieder seit langem der größte Scheißtrick, was ich schon seit langem gespielt habe, in meinem Besitz gehabt habe. Wo ich wirklich so sage, so gameplay-technisch, die Schüsse, das Trefferfeedback, der Nahkampf, das war alles so hässlich. Es hat sich alles so komisch angefühlt. Da macht's eigentlich auch gar nicht wett, dass du den David Harper spielst von Stranger Things. Ich bin ein Fan von dem Schauspieler, ich mag gewisse Filme von ihm, aber er reißt das überhaupt nicht. Die Schauspieler reißen es überhaupt nicht in dem Spiel. Den hättest du so dermaßen heftige Scripts geben können und die hätten sowas richtig Geiles rausholen können. Ja, ich muss sagen, der Anfang hat mir zwar trotzdem relativ gut gefallen, so dieses erste Kapitel mit dieses Mysteriöse mit dem Herrenhaus wie in Resident Evil 7, mit diese Viecher da, auch geklaut aus Resident Evil 7, gefühlt alles aus Resident Evil geklaut, gefühlt habe ich mich eher so gefühlt, wie ich würde auch das Spiel noch ein bisschen mehr strecken, indem ich quasi gewisse Sachen nicht gescheit entweder übersetzt gekriegt habe oder nicht auf der Karte gesehen habe. Wie zum Beispiel der Veranstaltungsraum oder irgendwas, wie das geheißen hat. Das gab es nicht auf der Karte. Sogar selbst der Gang wurde angezeichnet, wie welcher Gang heißt. Und den hat man einfach nicht gefunden. Fand ich auch irgendwie interessant. Ich finde es arg, dass gar keiner auf Erm eingegangen ist. Auf das ganze Blut und alles drum und dran. Im Nachhinein verstehe ich's, warum keiner drauf eingegangen ist, außer seine Partnerin. Seine Partnerin hat trotzdem nichts gesagt. Wenn er einfach mal so daherkommt, Blut verschmiert, wo ich mir auch so irgendwie so denke, so, aha. Finde ich arg, finde ich interessant, finde ich komisch. Ich kann eigentlich fast nur Negatives reden. Ja, es fühlt sich einfach gestreckt an, wenn ich ständig von A nach B laufen muss, dann wieder rauf, dann wieder runter, dann wieder Karte. Wo ist das, wo ist dies, wo ist jenes? Es fühlt sich eher so ab, mehr nach einer, ich muss suchen, damit ich weiterkomme, ist gut, aber es fühlt sich zu viel Gesuche an. Was ich wieder positiv erwähnen muss ist, wenn du auf der Suche bist, ab und zu, finde ich das so geil, wenn du plötzlich durch eine Tür durchgehst und du bist plötzlich in einer anderen Welt. Das fand ich geil. Das fand ich richtig geil. Damit hätte man spielen müssen. Damit hätte man so richtig gut spielen müssen. Das hätte ich so richtig geil gefunden. Sonst, ich habe nicht wirklich viel Positives zum Sagen. Es ist ein Spiel, wo ich sage, ich habe mich drauf gefreut. Die Trailer haben mich irgendwie geil gemacht auf das Game. Aber die Bosskämpfe waren komplett unnötig. Ich habe sofort gewusst gehabt, auf was ich bei dem Boss hinzielen muss. Auf seine Blasen, wie wäre ich in einem Resident Evil Game. Was ich irgendwie... Ja, wie eine Resident Evil Kopie, nur in schlecht mit wenig Geld dahinter. Der Boogeyman, ich habe mir gedacht gehabt, ich kämpfe am Schluss gegen einen Boogeyman. Das hätte ich geiler gefunden. Wo er sich dann quasi kurz schuldig gefühlt hat, dann irgendwie nicht. Dann habe ich mir gedacht gehabt, der tut sein Traumata bewältigen. Dann irgendwie nicht. Man erfährt seinen... Mittendrin erfährt man seinen alten Fall, der was wieder auferlebt worden ist. Dem, was du quasi Revue passieren lässt.
mit dieser Brücke im Sumpf und alles drum und dran, wo er sie sich dann schuldig fühlt wegen der Clan da, wo ich überhaupt jetzt nicht nachvollziehen kann, war die Clane dann, die Clane, die was er gemeint hat, oder ob das dann eine andere Clane war, das... Das ist... mein Kopf raucht gerade ein bisschen. Ich finde das Game nicht gut. Ich finde, ja, es ist so. Nee. Ich hätte noch gesagt gehabt, ich hätte Platin gemacht, wenn ich gesagt hätte, okay, passt. Ich würde so machen, ich spiele noch einmal mit der Frau durch und dann hätte ich vielleicht meine Platin oder irgendwas. Aber ich werde das Spiel safe nicht auf Krampf auf unter 3 Stunden durchspielen. Das tue ich mir nicht an. Bei einer Resident Evil macht das vielleicht sogar noch Spaß, aber bei dem Game, vom Gameplay her und alles drum und dran, macht das einfach keinen Spaß. Ich merke halt, dass zum Beispiel bei den brenzlichen Situationen, wo mehr Gegner da sind oder wenn es ein bisschen hektischer zugeht in dem Game, das ist Katastrophe. Es ist richtige Katastrophe, wo ich mir denke, so, Alter, Leidl, bitte, kommt's. Dann nehmt das Geld und macht's was anderes oder irgendwas oder... Ich kann mir schon vorstellen, da war Liebe dabei, gerade im Herrenhaus. Da war die Liebe dabei. Ich fand das geil, dass es sich das Haus pro Kapitel sich immer anders angefühlt hat. Das fand ich richtig stark. Das hat mir so richtig gut gefallen. Das haben sie sogar besser gemacht als wie im Resident Evil 7. Aber trotzdem irgendwie... Nee. Ich hab's durchgespielt. Ich hab's jetzt nicht gerne durchgespielt. Ich hab's jetzt eigentlich, glaube ich, auch nur durchgespielt, weil ich das Spiel mir gekauft habe. Waren auch wieder 60, 70 Euro, wo ich mir auch so denke. Da greife ich mal so ein bisschen dezent am Schädel. Aber... Ja... Vielleicht sichert es aber lieber dann doch eher so ein Let's Play sich anschauen oder vielleicht auf Twitch sich vielleicht den Streamer geben, wie er sich da so durchquält. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon seit längerem nicht mehr so dermaßen enttäuscht von einem Game gewesen. Also in der Hinsicht, also ich habe schon, wann war ich das letzte Mal wirklich enttäuscht von einem Game, wo ich wirklich so da sitze und sage, nein, danke. Das ist auch schon, glaube ich, wieder ein bisschen länger her. Aber dennoch hat sich so richtig schön gelohnt. Ja, ich habe es durchgespielt. Es war nett. Und damit würde ich mal wieder sagen, haut rein. Bis zum nächsten Game. Ciao, ciao.